Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ich muss die Katze anmachen. Let's Play Final Fantasy 14. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Und haben, glaube ich, noch innerlich versucht, hier ein paar Klassen, glaube ich, hochzukriegen. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Wobei, nee, das, wo wir hier hin und her gelaufen sind, das ist ja schon ewig her. Das war ja schon vor einigen Parts. Nee, ich weiß eigentlich gar nicht, warum wir hier stehen. Das ist jetzt das Interessante daran. Aber wir gehen einmal ganz kurz zur Achterburg. Könnte einmal kurz was abgeben. Ich habe beim letzten Mal auf jeden Fall den. Sag mal schnell hier, den Pala. Gladiator. Entschuldigung. Hochgelevelt. Das habe ich auf jeden Fall gemacht. Aber sonst. Warte mal, ich kann auch einfach hier lang gehen. Sonst wüsste ich gerade nicht mehr, warum wir hier in Limsa waren. Ist jetzt aber auch schon wieder eine Weile her, dass ich aufnehmen konnte. Und ja, Frutschuss ist jetzt doch weggefahren. War er jetzt erst nicht so sicher. Und naja. Hast du meine Arbeitswerkzeuge zurückgebracht? Sie sind noch mein Erz und meine Seele. Ohne sie bin ich nichts. Nietzsche. Ein Niemand. Eine Niemand. Ja, hier haben wir. Ah, oui. Ich fühle mich so lebendig. Ich bin wieder ich kann kein Französisch. Ich kann diese französische Oxon nicht. Mach dich auf etwas gefasst, mon amour. Ich werde dir einen Schnitt verpassen, der deinem tristen Leben ein Ende bereiten wird. Es ist Zeit, Adieu zu sagen. Es ist doch ein Messer. Es ist doch ein Messerstecher. Oh mein Gott. Eine Leidenexplosion. Voilà, fertig. Schau in den Spiegel, aber mach die Madi auf eine Erfahrung Metaphysik gefasst. Ich fühle mich wie neu geboren. Es ist, als ob ich zum ersten Mal mein wahres Ich entdecke. Du bist eine wahre Koryphäe. Eine Koryphäe der Kosmetik. Ja, du bist der berühmte Kosmetiker. Da gibt es keinen Zweifel. Exemp? Wie genau? Genau so ist das. Ein neues Ich ist wie eine Wiedergeburt. Weg ist das alte, fade Leben. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mon amour. Merci, dass du mir geholfen hast, Abenteurerin. Du hast mir nicht nur meine Werkzeuge, sondern mein Erz und meine Seele zurückgebracht. Hier, nimm dieses Geschenk als Dank. Mach dich auf etwas gefasst, Bonnetbuhr. Ich werde dir einen Schnitt passen, der deinem tristen Leben ein Ende bereiten wird. Es ist Zeit, Adieu zu sagen. Ich will aber noch keinen Haarschnitt. Aber mache dich auf eine Erfahrung Metaphysik gefasst. Jawohl, ich bin immer stress beschäftigt. Es ist beinahe unmöglich, einen Termin zu machen. Aber für dich habe ich immer Zeit. Leute einfach die Kosmetikerklingen in einer Herberge und ich komme sofort. Meine Scheren und ich werden aus deiner ungehobelten Form dein wahres Ich herausschälen. Öffentlich sehen wir uns bald wieder. Dann werde ich dir zu einer metaphysischen Verwandlung, einer echten Wiedergeburt verhelfen. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch, mon amour. Und ich habe auch ein Geburtstagsgeschenk für dich. Hier, ein Kosmetikergutschein.
Monsieur Kosmetiker, wohin so schnell? Ich möchte für einen Termin machen. So wartet doch. Oh Mann. Okay. Ja. Wir können jetzt den Kosmetiker rufen. Du hast John Lane als Freund gewonnen. Mit der Kosmetikerklinge in deinem Gästezimmer kannst du den begnadeten Kosmetiker von nun an jederzeit herbeirufen. Ob neue Frisur, Haarfarbe oder Gesichtsbemalung. John Lane hat alles im Programm für eine Gebühr von 2000 Gil. Hast du ab sofort die Möglichkeit, zum modernen Creme de la Creme Eoseas zu gehören. Okay, sehr schön. Das ist sehr gut. Das ist gut. Ja, dann haben wir das einmal auch fertig. Auch mit Vergnügen machen wir nachher. Dann würde ich jetzt mich mal um Farbenlehre und schöner Schein kümmern. Um die beiden Sachen. Und wir haben hier einmal den Geheiß. Ich will mich einmal kurz anmelden. Dann einmal nach Horizont. So. Ich habe gerade nach einem Reittier gesucht. Das haben wir ja noch gar nicht. Na, hier kann ich ja was Neues anlegen. Haha. Jetzt sehen wir als Gladiator nicht mehr ganz so wild aus. Ja gut, wir haben dann jetzt nur noch den Faustkämpfer und den Taumaturgen. Davon werde ich einen von beiden, werde ich jetzt in den nächsten Stunden mal mitleveln. Hier gibt es, glaube ich, für den noch nichts zu tun, ne? Nee. Hätte ja sein können. Aber ich bin soweit eigentlich gerade zufrieden. Wie gesagt, das sind halt nur noch Faustkämpfe und Taumaturg. Und ich würde halt mich nachher auch ein bisschen mit euch wieder um die Klassenquests kümmern. Weil ich glaube, wir haben jetzt so einige wieder der Agenda. Jetzt ist hier die Frage. So, jetzt. Oh Gott, bitte lass was Gutes sein. Sehr schön. Hat wunderbar geklappt.
Ja, aber wenn sie uns verlassen. Juhu, und zweimal wertvollster Spieler erhalten. Das ist schön. Wir haben wir jetzt 14. Ja, Mensch. Jetzt muss ich aber nochmal gucken. Was ist denn bei uns jetzt das Höchste? Da hat das hier einfach keinen. Wir sollen irgendwo Orangensaft kaufen. Muss ich nur herausfinden, wo. Orangensaft. Huch. Weil mache ich auch mal mit dem Gladi. Wo bleibt denn meine Karaffe Orangensaft? Also wirklich, da bietet man jemanden an zu helfen, das ist ein Lohn. Worauf wartest du noch? Du brauchst doch nur hier in der Bucht des Abendstadts einkaufen. Ich verlange hier keine Einhorntränen. Es gibt also doch noch nette Leute. Danke. Ohne eine tägliche Dosis Vitamine leidet meine Haut, musst du wissen. Also, fangen wir an. Was deinem Outfit fehlt, ist ein bisschen Farbe. Zum Glück kann ich dir zeigen, wie du deine Ausrüstung selber einfärben kannst. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Farbstoff. Farbstoffe können hergestellt oder bei Händlern gekauft werden. Deine Ausrüstung bleibt die gleiche und du kannst sie so oft färben, wie du willst. Du kannst also fröhlich experimentieren. Probier es doch gleich mal aus. Denn so wie du jetzt rumläufst, verliert noch jemand, der in Sachen Mode weniger tolerant ist als ich, sein Augenlicht. Und das willst du doch nicht. Okay. Färben. Du bist nun in der Lage, Gegenstände zu färben. Um einen Ausrüstungsgegenstand zu färben, musst du zunächst einen brauchbaren Farbstoff haben. Farbstoffe können hergestellt oder bei Händlern gekauft werden. Sobald du über die passenden Farbstoffe verfügst, musst du lediglich das Icon Färben in der Kommandoliste auswählen. Du kannst Gegenstände beliebig oft färben. Die Farbe lässt sich wieder entfernen, indem du einen Gegenstand namens Terbint verwendest. Auch das Färben von Bauelementen, Zimmer- und Gartenausstattung ist möglich. Wenn dazu Färben unter Unterkunft, Hauptmenü, Soziales oder färbe die Gegenstände direkt in deinem Inventar, wenn sie sich dort befinden. Okay. Extras. Allgemein Färben hier. So. Apropos, ja, stimmt, ich brauche hier auch noch den Limit. Den Limiter brauche ich auch noch. Der kommt da oben hin. Okay. Machen wir erstmal das hier. Guck grad mal, was man. Das sieht man ja Gott sei Dank eh nicht, deswegen ist es eh egal gerade. So. Okay, das hätten wir schon mal. Wie gesagt, man sieht es eh nicht. Svergem schickt dich, dass ich die paar Ilme nicht selber laufen kann? Naja, was soll's. Hier ist der Blutorangensaft, den sie neuerdings so gerne mag. Sag ihr, ich schreibe es ihr auf den Deckel. Okay. So, und das nächste. Ah, da bist du wieder. Hast du etwas gegen meinen Durst? Ja.
Ah, diese Farbe, dieses Aroma, ein Edertropfen. Gerade gut genug für eine Stilikone mit solch formidablen Geschmack wie ich. Dann kann es ja losgehen. Lass mich Klartext reden. Du siehst unmöglich aus und ich kann dir den Grund auch gleich nennen. Du benutzt keine Projektion. Schlimm, dass es solche Leute überhaupt noch gibt. Dabei ist die Sache kinderleicht. Alles, was du brauchst, ist ein Projektionsprisma. Mit dem kannst du das Aussehen eines anderen Kleidungsstücks auf deine angelegte Ausrüstung projizieren. Da es sich bei uns um eine optische Täuschung handelt, hast du auf der funktionellen Seite keine Einbußen zu befürchten. Wenn du dich an deinem neuen Stil satt gesehen hast, kannst du entweder einen anderen projizieren oder den Zauber mit einem Projektionskristall aufheben, wovon ich dir natürlich tunlichst abraten möchte, so wie du momentan rumläufst. Wenn du dich ein wenig mit der Materie beschäftigst, wirst du viele Möglichkeiten entdecken. Kombiniere im aufsehenerregenden Form, lass deine modischen Kreativität freien Lauf. Vielleicht lade ich dich dann sogar mal auf ein Gläschen Orangensaft ein. Also, los jetzt, husch husch ins Atelier mit dir. Du und deine modischen Verirrungen haben die Welt lang genug verschandelt. So, nun sind auch Projektionen möglich. In den Gästezimmer der Herberge stehen Projektionskommoden bereit, die das Verändern von Ausrüstung ganz einfach machen. Benutze das grüne Barett und probiere die Projektion noch einmal aus. Du kannst das Aussehen als Ausrüstungsgegenstand auf einen völlig anderen übertragen, ohne dessen Parameter zu ändern. Wähle dazu Projektion im Untermenü des Basisgegenstandes, den du mit einem anderen Aussehen überlagern möchtest. Neben dem Basisgegenstand und der Projektionsvorlage brauchst du auch ein Projektionsprisma als optischen Katalysator. Außerdem kommen als Projektionsvorlage nur Gegenstände in Frage, die du auch anlegen kannst. Der mit neuem Aussehen versehene Gegenstand kann nicht mehr auf dem Markt angeboten und weitergegeben werden. Und die Projektionsvorlage wird an dich gebunden. Benutze die Projektionskommode in den Gästezimmern der Herberge, um das Aussehen deiner Ausrüstung zu verändern. Verwandle Ausrüstungsgegenstände, deren Aussehen dir besonders gefällt, in Projektionen und lege diese in die Kommode ab. Du kannst die abgelegten Projektionen auf Projektionspaletten zu Kleidungssets zusammenstellen, speichern und auf deine aktuelle Ausrüstung anwenden. Okay, also ganz easy. Haben wir jetzt ein bisschen was von. Also wir können jetzt projizieren und dann hier grünes Barett machen. Dann projizieren wir das einmal. Und wenn wir jetzt den Hut anschalten, haben wir hier so ein hübsches Dingelchen. Also ganz easy peasy. Das kriegt sogar ich mittlerweile hin. Das ist ein Wunder. So. Ich muss da einmal ganz kurz rauskommen. Gut. Also das haben wir auch. Was hatte ich denn noch für ein Prisma, die ein geführt hast? Handwerker. Okay, das bin natürlich geradezu heraus, einmal Handwerker zu machen. Das sind miese Aufträge für mich. Für später. Mal gucken. Der von den anderen. Nee, hab ich noch nicht angenommen. Seltsam. Okay, gut. Ja, dann hätten wir hierfür halt nur das goldene Luftschiff-Ticket. Hier müssen wir einmal zu oder nach Camp Knochenbleich. Wobei ich jetzt gerade am Überlegen bin. Machen wir einmal kurz die Gladi Klassenquest? Ja, ich glaube. Komm, wir machen einfach mal die Klassenquest für den Gladi. Vielleicht kommen wir dann noch auf 16. Und dann kann ich vielleicht auch einmal Stufensteigerung mit euch laufen.
So. Hallo. Willkommen zurück. Hast du etwas Erfahrung als Schwertkampfhängerin sammeln können? Dann lass uns zu deiner nächsten Aufgabe kommen. Es gibt schreckliche Neuigkeiten. In letzter Zeit wurden mehrere Schwertträger ermordet aufgefunden. Ich fürchte, dass sich jemand gezielt an den Gladiatoren rächen möchte. Bislang sind keine Gildenmitglieder betroffen. Aber wahrscheinlich ist das nur eine Frage der Zeit. Wir müssen sofort handeln. Ich möchte, dass du dich auf die Suche nach dem Täter begibst und sie ausscheidest. Leider gibt es kaum Anhaltspunkte, wer hinter den heimtückischen Morden steckt. Wir wissen nur, dass es sich jedes Mal um mehrere Angreifer handelt und dass sie Lanzen oder Piken benutzt haben. Ahnst du schon, auf wen mein Verdacht fällt? Die Pikiniere natürlich. Noch kann ich keine konkrete Anschuldigung machen. Weil das die Tatwaffe immer die gleiche ist, ist höchst verdächtig. Beginn deine Suche im Steinwurf-Slum. Der ist bekannt für seine Bandenaktivitäten. Dass es sich um mehrere Angreifer handelt, solltest du zumindest jemanden finden können, der schon einmal von einer Bande radikaler Pikiniere gehört hat. Also los, Ash. Viel Erfolg auf dieser Mission. Die Sicherheit unserer Gildenmitglieder liegt in deinen Händen. Okay. Dann machen wir das einmal schnell. Dann einmal zum Kohlstaubbahnhof. Wäre natürlich angenehmer, wenn man schon reiten könnte. Aber nur gut. Das passt schon. Hier sind aber noch Viecher, die ich einmal kurz ruhen kann. Mach ich auch einmal schnell. Weil das wäre ja blöd, wenn wir jetzt hier sind und das sie machen würden, ne? So, einmal sortieren. Weil dadurch kriegen wir ja auch nochmal Punkte. Da wir ja jetzt auch schon einige Gegner, Klassen haben, die etwas höher sind, kriegen wir, glaube ich, auch wieder mehr Routine. Also mehr Routine-Bonus. Hier machen wir einfach mit bei dem Feld. Kriegen wir nämlich auch da was von. Und wenn wir dann Level 10 haben sollten, sieht das doch schon wieder ganz anders aus. Ist es ja auch nur noch ein Level.
Wir haben es gleich. So, ich meine, das ist immerhin schon mal ein bisschen was, ne? So. Sonnenfledermaus kriegen wir zwar nicht, aber wir kriegen hier diese Grabräuberspringer. Die kriegen wir einmal. Ich weiß halt nicht, wo diese Fledermäuse sind. Aber doch, ich kann es mir ungefähr denken. Deswegen machen wir das gleich erst. So. Wie sieht es mit dem Faustkämpfer aus? Ach, der braucht das hier auch, ne? Okay. Komm, wenn wir gerade bei hier sind. Dann machen wir das auch mal. Da fehlt aber auch noch ein Obon. Sendkröte. Okay. Gut. Soweit so gut erstmal. Ich meine, wir haben hier schon gut was zusammengekriegt. Dramaturg. Ich gehe noch einen neuen Ring. Okay, was mit dem Bosskämpfer weiter? Also wir haben zumindest schon so, dass man sich nicht beklagen kann. Beim Faustkämpfer ist es ja eh nicht ganz so wichtig, den will ich ja erstmal nicht weitermachen. Genauso wie den Marodeur. Aber es wäre halt dennoch nice, wenn man die schon hätte. Wisst ihr? Ja, dann braucht man das halt später dann alles nicht machen. Da wir aber gleich eh eine ganze Menge Klassenquests machen werden. Haben wir mehr als genug zu tun. Vielleicht kriegen wir da ja auch unsere anderen Klassen ja noch weiter hoch. Wir haben ja jetzt sonst soweit alles auf 15. Die einzigen zwei Klassen, die noch fehlen. So. Verängstigter Gladiator. Was wollt ihr von mir? Habt ihr warm? Bitte tötet mich nicht. Thank you.
Danke, du hast mir das Leben gerettet. Ich ging nur meines Weges und da sprangen mir diese zwei Kerle in den Weg. Sie riefen, haben wir dich endlich, Alda, oder Aldes, oder so ähnlich, und fingen an, um mich auf mich einzuschlagen. Nicht. So, gut. Dann können wir einmal hier rein. Wir hätten uns halt auf den Weg sparen können. Aber so haben wir ein paar Bestiariums-Dinger geschafft. Ja, auch schon was. Jetzt müssen wir einmal zur Gladiatoren-Gilde. Keine Angst, wir machen auch dann gleich die Hauptquest weiter, sobald wir hier durch sind. Also wir machen das mit dem Wechsel Klassenquest und Hauptquest. Du hast zwei der Angreifer erschlagen. Gute Arbeit. Es handelt sich also um Dunkelalben aus dem Wald der Einkehr. Damit sind wir jetzt schon einen Schritt weiter. Ob sie aus Not ihren Wald verlassen haben und ihren Unterhalt mit Raubüberfällen in Tanaland verdingen? Vom Söldnertrupp zur Räuberbande. Aber irgendwas passt da nicht. Warum sollten sie ausgerechnet Gladiatoren überfallen? Es gibt doch leichtere Opfer als ausgebildete Schwertkämpfer. Meisterin! Was ist? Wir haben Informationen erhalten, dass der Söldnertrupp der Dunkelalben in Kohlenstaub gesichtet wurde. Es sind also noch mehr von ihnen unterwegs. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ash, du hast die Sache angefangen. Bring sie auch zu Ende. Bruce, du begleitest Ash. Wir dürfen die Mörderbande nicht entwischen lassen. Ich weiß nicht, meint ihr nicht, dass die Sache für die Neue zu gefährlich ist? Wenn sie mir im Weg steht, schlage ich ihr noch den Kopf ab. Was meinst du, Ash? Bist du bereit für deinen Auftrag mit einem Partner? Vergiss nicht, was ich dir über den Gruppenkampf beigebracht habe. Zieh die Feindseligkeit deiner Gegner auf dich, wie es sich für einen mutigen Gladiator gehört. Ich verlasse mich auf dich. Wir müssen wie ein Mann kämpfen, wenn wir uns nicht gegenseitig die Gliedmaßen abschlagen wollen. Also gut, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Zeigt diesen hinterhältigen Dunkelalben, auf was für einem Eisen die Gladiatoren geschmiedet sind. Also einmal wieder Kohlenstoffbahnhof. Vielleicht finden wir da jetzt auch gleich die Fledermäuse. Wir mal kurz gucken, ob die hier hinten sind. Ja. Hier hinten sind sie. Dann holen wir die uns einmal ganz kurz. Und Stufe 10. Sehr gut. Du versetzt das Ziel und die Gegner in seiner Nähe in Schlaf. Okay. Gut. Ja, dann haben wir das so auch schon mal auf 10.
Wollte ich mit denen die Fledermäuse nicht? Nee, aber Molche. Die Molche brauche ich. Dann machen wir einmal hier auch die Molche. Wie gesagt, wenn man hier schon mal in der Nähe ist, dann macht man das auch. Ich meine, sonst geht es ja nie voran. So. Sehr gut. Westliches, 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 westliches. Dich noch. Wir nehmen jetzt einfach hier mal so ein paar einzelne kleine Gegner mit. Apropos, warte mal, wir holen uns jetzt einmal kurz. Ach, Briefe. War das hier mit? Ja. Das holen wir uns einmal. Das hier? Nee, das noch nicht. So, aber mit dem, was ich mir da jetzt gerade geholt habe. Dann machen wir dann gleich mal was mit. Zumindest demnächst dann. Gerade müssen wir uns erstmal um was anderes kümmern. Wir müssen dann gleich mal schauen, was wir dann gleich im nächsten Part, weil da werden wir dann die letzte Gladi-Quest hier machen. Erst einmal. Von welcher Klasse wir dann noch mit reinnehmen. So, dann warten wir hier einmal. Na komm. Haben wir es? Ja, haben wir. Sehr gut.
Ready. Gut gemacht. Du hast die Schurken abgelenkt und mir das Leben gerettet. Lass uns zur Gilde zurückkehren und Miller von unserem Erfolg berichten. Ja, ich will jetzt aber gerade ganz kurz den Forstkämpfer nochmal seine nächste Stufe bringen. Das sollten wir ja eigentlich ganz gut hinkriegen jetzt. Vor dem Ding habe ich Angst. Er kann nämlich auch einfach mal so angreifen. Der ist nur so lange friedlich, bis keiner in seiner Umgebung angegriffen wird. So. Haben wir auch das? Auch hier Stufe 9. Und jetzt können wir zu Miller zurückkehren. Nein. Nicht kurz zurück. So, der nächste Part wird dann auch noch aus Klassenquests bestehen. Und die wiederum andere Folge, also in zwei Parts, machen wir dann Hauptquest weiter. Würde ich einfach mal sagen. So. Nur damit ihr jetzt ungefähr wisst, was so in den nächsten Part kommt. Im nächsten Part werden wir dann gucken, dass wir Faustkämpfe und vielleicht auch Taumaturg auf 10 kriegen. Beziehungsweise, ah ne, Taumaturg ist ja auf 10, ne? Okay, dass wir den Faustkämpfer auf 10 kriegen. Ist ja nicht mal viel. So. Ausgezeichnet. Ash, du machst den Gladiatoren alle Ehre. Du hast deine Lektion gut gelernt. Beim Bericht zufolge hatten diese feigen Söldner es also auf das Kopfgeld abgesehen, das für einen Gladiator ausgesetzt wurde. Um wen handelt es sich dabei? Aldis? Hast du wirklich Aldis gesagt? Ist es möglich? Kann es sein, dass er zurückgekehrt ist nach Ulda? Okay. So. Die andere Quest nehmen wir aber, wie gesagt, beim nächsten Mal an. Huch. Da haben wir hier nämlich neues Schild und neues Wert. Und ja, wir sehen uns dann hier einfach beim nächsten Mal. Ciao!